Ihr solltet euren Diener gehorsam lehren. Ja, wenn ich jetzt schlimmer kriege ich Minus, aber ist mir egal, er hat recht. Ich bin unbesorgt. Ich habe ihn schon einmal besiegt. Er ist unter meiner Kontrolle. Dieser Übermut. Ja. Dieser Stolz. Kennst du? Ihr dürft die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, wenn ihr unsere Blutlinie wieder zum Ruhm führen wollt. Verrat ist das endlose Spiel der Sith. Ihr müsst es gewinnen. Keine Sorge, ich komme schon zurecht. Hütet euch vor eurer Meisterin. Und auch vor euren Schülern. Lasst euch nie überraschen. Bedenkt diese Worte und euch wird nichts aufhalten. Aber ihr seid nicht hier, um mich zu sehen. Ihr seid wegen des Artefakts hier, das ich Tula Kord vor meinem Tode noch entreißen konnte. Nehmt das Artefakt. Aber seid vorsichtig. Sein Zweck blieb mir verborgen. Ich weiß nur, dass es vom Verrat verfolgt wird. Sonst wäre es auch kaum der Mühe wert. Seid wachsam. Okay, Großpapa. Ich warte bereits auf den Tag, an dem unsere Macht wiederhergestellt ist. Wir werden uns wiedersehen. Voll geile Story, ohne Scheiß. Ich bin Enkel. Ist Enkel? Okay, mein Großpapa ist ein Lord der Sith gewesen und ich bin einfach Killer. Ich hab's gewusst. Und du, da hältst dein Maul. Grabplünderer. Klar, Grabplünderer. Ach, so ein Ding kenne ich doch. Steckt da einfach ein. Krass, der Junge. Habe ich so ein Ding nicht schon mal gefunden? Ah, okay. Ah, dass ich mal Angst habe vor meinem Meister, da muss ich schon gucken. Ich glaube, die ist ganz ausgefuchst. Ja. Ich verrate nichts vorab. Was glaubt ihr? Natürlich. Ausgezeichnet. Kehre zu Skutias, pardon, meinen Gemächern zurück. Ich will das Artefakt endlich sehen. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Ein eigenes Schiff. Was für eine Überraschung. Vertrau mir, diese wirst du besonders lieben. Kehre nackte Frauen. Kehre das Artefakt zurück. Ich kann es kaum erwarten. Kehre zu Darth Zesh zurück. Also wie ihr seht, die Darth Zesh ist aufgestiegen. Ach, das geht hier noch. So kann ich denn nicht hier durch. Voll komisch, dass das hier weitergeht, aber irgendwie auch nicht. Vielleicht muss ich später mal hier hin. Oder wenn ich anders geantwortet hätte, vielleicht hätte ich dann... Ah, scheiße. Naja. Ich bereue nichts. So. Quest hier abgeben. Quest hier. Hier. Ich porte mich jetzt hier hin. Und dann ab nach Zesh. Ab zu Zesh. Na gut, ich porte mich erstmal hier hin. Ja, ich denke mal, das war's, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser kleinen, Unterhaltung eines Sith Assets. Yeah. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Geil, ich weiß. Nein, Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Der Tempel war doch etwas Besonderes. Auch wenn ich jetzt irgendwie von der Main Quest etwas enttäuscht bin, weil ich gedacht hätte, ja, keine Ahnung. Ich hätte irgendwie mehr vor. Die anderen Quests hatten irgendwie mehr Puff hinten. Ah, naja, die einzige, bis dann, Leute. Stärker ist als der Tempel. Hattet ihr Glück mit den Daten? Das ist ein schönes Abschlusswort. Die einzige Macht, die stärker ist als der Tempel. Acid Art, Baby. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. So, da bin ich nochmal.
Ich hatte recht. Lord Zesh schenkt mir ein Schiff. Und das ist die Fury. Ja, Mann. Und ich habe einen neuen Begleiter. So ein Roboter. Passt sogar richtig, weil das ist ein Heal-Bot. Wortwitz. So. Keine Ahnung, was ich genau machen soll hier. Was hier so abgeht. Aber was ziemlich cool ist, ist, ich habe jetzt hier Gefährte. Ganz normal kann ich equippen und so. Der Roboter hat hier auch lustige Sachen. Motor, Motor, Kern und so. Und Raumschiff. Da kann ich auch Sachen equippen. Das ist die Fury. Imperialer Abfangjäger, der bla bla bla. Können auch Leute Sachen verbauen und so. Und ich gehe jetzt einfach mal hier drauf. In die Fury rein. Und hebe ab, baby. Yeah, Acid Style. Geil, Mann. Geil, 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 geil. Mein eigenes Schiff. Level 16, Level 17 kriegt man das so. Ich schätze mal Level 16. Ich bin kurz vor 17, aber ich habe auch ein bisschen PvP gespielt. Das heißt, wenn man nur die Story verfolgt, kriegt man das so mit Level 16. So, und ich habe zwei Quests bekommen, dass ich irgendwie zu zwei anderen Planeten fliegen muss. Und ja, ist keine Ahnung, was ich jetzt hier tun soll. Ausgang des Schiffs? Naja, ich bleib mal schön auf meinem Schiff drauf. Geil. Jetzt geht's hier erstmal ab. Genau, begrüßt mich mal. Oh, ich grüße Sie. Ich bin 2VR8, das Mädchen für alles auf diesem Schiff. Sie müssen mein neuer Herr sein. Ein netter, freundlicher Herr. Nee. Ich bekomme also ein Raumschiff und auch noch einen Diener? Gar nicht mal übel. Mhm. Ich bin erleichtert, erfreut, dass Sie mich annehmbar finden. Ich werde Sie niemals enttäuschen. Ich bin für eine Vielzahl von Funktionen programmiert. Darunter unter anderem die Zubereitung von Mahlzeiten, die Schiffswartung, Reinigungsdienste und Etikette. Willkommen an Bord dieses imperialen Abfangjägers der Fury-Klasse. Einem vielseitigen Schiff, das die Manövrierfähigkeit eines Raumjägers mit einer Bewaffnung kombiniert, die auch größeren Militärschiffen trotzt. Jawohl. Sie finden hier alle gewohnten Annehmlichkeiten sowie einen eigenen Kapitänsspind für die Aufbewahrung von Wertgegenständen. Die Astrogationskonsole enthält eine ständig aktualisierte Karte der bekannten Galaxis. Die interstellare Kommunikation wird über das Holoterminal des Schiffs aufgerufen. Wichtige und nützliche Hinweise finden Sie in der imperialen Holonetzkonsole. Und über das Intercom des Schiffs können Sie Ihre Crew über neue Befehle informieren. Haben Sie noch Fragen? Kannst du überhaupt kämpfen? Ich bin bereit aufzubrechen. Kannst du wenigstens für Sicherheit sorgen, solange ich nicht an Bord bin? Ich bedauere, dass ich Sie im Kampf nicht unterstützen kann. Aber mein Gestell würde dem Stress nicht standhalten. Oh, Pussy. Sollten jedoch Probleme auftreten, die unter Ihrem überlegenen Niveau sind, dann bin ich zu mir zu melden. Meine Funktion ist es, Ihnen zu dienen. Überlegenem Niveau. Wenn Sie bereit sind, aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Sie wird die gewünschten Astrogationskoordinaten programmieren und die Triebwerke aktivieren. Nice. Ja, ich habe gedacht, euch interessiert es vielleicht mal, wie das aussieht mit dem Schiff. Und, komm, jetzt bin ich Level up, oder? Nein! Ganz knapp. Ach, ich habe ja auch... meine Crew ist ja hier verteilt. Sternkarte. Kannst in anderen Welten reisen, Sternkarte. Okay, das hat er mir ja gerade gesagt. Die Steuerung, wenn du Maus über den Bildschirm... Okay. Blaster. Linke Maustaste. Okay. Raketen. Rechte. Wow, wer hätte das gedacht? So, was ist das hier? Intercom. Was ist da los mit den Intercoms? Das war's? Gut. Weil Captain will, ach, was chillst du denn hier so rum? Ja, genau, schlaf mal eine Runde. So, was haben wir noch? Was haben wir hier? Schiffsausgang? Holoterminal? Brauche ich nicht. Okay. Sie wieder auf diesem Schiff zu sehen, wärmt mir stets meine Schaltkreise. Kapitätsspind. Spind. Spind. Hier kann ich auch Sachen reintun. Ja, das war erstmal einfach alles drin. Ja, haben wir hier alles nötige. Bank, Spind, Holoterminal.
Jetzt zur Sternenkarte soll ich wohl. Gehen wir nochmal hin. So, ich habe, wie ihr seht, hier zwei Quests. Einmal Reise nach Na-Shada und Reise nach Balmora. Wie man hier sieht... Oh, jetzt hab ich, die sind sogar grau geworden. Wie man hier sieht, nach Na-Shada ist rot. Das heißt, ich denke, ich werde da wohl nicht viel machen. Mächtige Pläne. Reise nach Balmora. Deshalb denke ich, werde ich nach Balmora abdüsen. Und Kommando der Imperialen Flotte gibt mir eine Quest. Flugkommandant Pirol, mein Sith-Lord. Wenn ihr einen Schiff habt, könnt ihr eure Hilfe gebrauchen. Klar. Die Republik wird immer dreister. Ihre Angriffsstaffeln greifen imperiale Einheiten aus dem Hinterhalt an und verschwinden dann wieder im Weltraum. Wir können kaum mithalten. Wieso riskiert die Republik mit solchen Raumkämpfen den Krieg? Der Krieg steht ohnehin vor der Tür. Ich denke, sie suchen unsere Schwachstellen und bereiten sich auf die Schlacht vor. Ich habe die KAS-23 und die Sturmstaffel mobilisiert, aber das reicht nicht. Wir bilden eine exklusive Vergeltungsstaffel, die Streiter des Imperators. Wenn ein so mächtiger Sith wie ihr die Staffel anführt, dann wird die Republik in Rekordzeit schlagen. Lehnt euch zurück und schaut zu, das wäre mir eine Ehre. Lehnt. Jetzt werde ich zeigen, wozu die Sith... Ja, Mann, so ist das im Leben. Fantastisch, mein Sith-Lord. Euer Codename lautet... Rage. Ich übermittle Rage. Die Missionsdaten an euer Schiff. Ihr arbeitet allein, während der Rest der Staffel in der ganzen Galaxis einspringt. Kämpft mit Zorn. Kämpft für das Imperium. Ja. Immer doch. Schließt die Mission ab. Okay, die Stufe 20, die Mission. Dann mal hier Stuhl des Captains. Ja, wo soll ich wohl hin? Ich setze mich natürlich auf den Stuhl des Captains. Haben wir hier noch was anderes? Nein. Stuhl des Captains. Ja, jetzt geht's los. Sitz des Imperiums. Ist aber eine ganz verwirrte Galaxis. Mächtige Pläne. Was haben wir hier? Ach, Illum ist PvP-Gebiet. Das ist bestimmt voll cool. Der Kontakt? Ja, ich möchte ja gerne hier hin. Aber wie, schließt die... Nutzt die Sternkarte, um Yas zu finden. Ja, würde ich ja... Ja, beim Eskorte. Dann sag mir mal bitte, wo die ist. Ja, beim Eskorte. Hassmaschine. Ne? Ne? Nö. Tatooine, Mann, ich will Tatooine. Der Kontakt? Auch nicht. Ja, gibt keine Yabim-Eskorte. Flieg dann einfach mal hier hin. Alderaan. Balmora, 16 bis 20. Und Corellia, 47 bis bla. Oh, das ist cool, da guck ich mir das mal an hier. Wann ist Tatooine? Hoth, 37. Belsas. Tatooine 24, okay, da gehe ich dann hin. Direkt 24 ab nach Tatooine. Flotteneinsatz. Ah, da haben wir doch die Eskorte. Fos. Fos. Quesh. Narshada. Narshada ist auch. Ach, 20, ah, okay. Hutta. Ach, hier kommen die Dings her. Die von. Ihr wisst schon. Huttenkartell. Raumschlacht. Da ist die Raumschlacht. Die ist hier im Osten. Was haben wir hier? Korriban. Dom und Kaas. Imperiale Flotte. Da war ich doch überall. Und Taris. Boah, es gefällt mir, dass man hier überall rumfliegen kann. Illum ist PvP 50 bis 50. Und ja, dann war ich hier schon. Ja, hier war ich schon als erstes. Dann machen wir doch mal direkt die Raumschlacht. Raumschlacht Yabim-Eskorte. Empfohlene Stufe des Schiffs beliebig. Ja, Primärziel Fähre in Sicherheit bringen. Streibstoffkosten. Ja gut, dann machen wir das einfach mal. Obwohl ich gehört habe, dass man Fähre Sicherheit bringen, also Sachen Sicherheit bringen, ist immer ziemlich schwierig. Sondern einfach Sachen töten wäre einfacher. Aber ich denke mir jetzt einfach mal, Awesome Asset geht ab. Oh yeah, baby. Machen wir mal eine Rolle. Geleite die Fähre in Sicherheit. Wo ist die Fähre? Ja, yeah, Mann, das ist doch fucking awesome.